Vierten Warnemünder Sandwelt ist diesmal das Logbuch des Klabautermanns. Das heißt, wir haben das Logbuch gefunden und da stehen jetzt nicht nur Geschichten, die man über den Klabautermann erzählt, sondern es sind natürlich auch Geschichten, die wir noch gar nicht kannten und die jetzt auch die Künstler eben gestalten werden. Also es wird die Windsbraut sein, also eine Art Galionsfigur. Und in allen Sandskulpturen wird natürlich, wie sich das für einen Klabautermann gehört, wird auch ein Klabautermann versteckt sein. Also man sollte denn schon suchen.